Activision. Cauldron. Und Demonware Netcode. Und damit sind wir beim dritten Teil und herzlich willkommen zu Soldier Fortune Payback, meinem neuen Let's Play. Hat es eine Weile gedauert, seit dem letzten Soldier Fortune Teil. Und das hier ist es auch schon der zweite Versuch. Ich habe schon mal vor einer Weile versucht, es aufzunehmen. Vor ein paar Tagen, um ehrlich zu sein. Und dann feststellen müssen, dass da mit den Audioeinstellungen was nicht geklappt hat. Und was ich mittlerweile auch mal umstellen musste, dass ich halt hier die Video-FPS runter limitieren musste, weil vorher ist das Ding mit 100, 200 FPS gelaufen, allerdings haben da meine Waffen nicht mehr getroffen. Also das habe ich dann auch erstmal nachgoogeln müssen. Deswegen habe ich mich anfangs halt schon gewundert, wenn selbst mit dem Scharfschützengewehr, wenn ich direkt vor dem stehe, dass halt der Schuss daneben geht. So, von daher, es müsste soweit hier alles eingestellt sein. Ich habe es mir mal kurz angeschaut. Wir spielen nicht mehr John Mullins, also so die ersten zwei, drei Missionen kenne ich jetzt schon, der Rest ist dann aber auch blind. Und deswegen starten wir jetzt auch erstmal ein neues Spiel. Jawohl. Nehmen, ja, easy als Schwierigkeitsgrad, obwohl wir könnten es eigentlich mit normal, Ich guck mal, wie ich mit normal zurechtkomme. Also easy habe ich jetzt halt mal gemacht, am Anfang halt mit den Problemen. Ich denke, das sollte auf normal soll es dann auch einigermaßen gehen. I've got a job for you, Thomas. I'm listening. I'm uploading information on Quan Li, a high-profile Chinese official targeted for elimination. He's discovered intel linking the Chinese government to slave labor activity on a hidden oil pipeline being constructed in the jungle near Mogang. He's threatening to blow the whistle on the entire operation. Li is currently in Al Qaim. We need you to get him back to China. Your contact for the operation is Colonel Miller. He'll help you escort Li to safety. Sounds like fun. Gut, hier können wir uns jetzt unsere Ausrüstung zusammensuchen. Ich hatte da, glaube ich, ja... Ich glaube, hier... Ach, wir können doch schon ein bisschen was auswählen. Hier nehme ich mal Red Dot. Ja... Und Granatenwerfer. Obwohl, leise müssen wir hier eigentlich nicht vorgehen. Okay, nehmen wir das erstmal so an. Zweitwaffe, SMG. Ich glaube, da nehme ich dann doch mal die Sniper. Jawohl. Na komm, Sniper. Zack. So. Können wir da noch irgendwas... Ja. Und ja, die 1991er. Ach, da könnten wir mehr oder weniger auch noch was dran ändern. Vielleicht später mal. Gut, das wäre soweit mit der Vorbereitung. Starten wir mal in die erste Mission. Ich hoffe mal, dass es jetzt halt ein bisschen besser läuft. Also wir sollen diesen chinesischen Diplomaten rausholen. Mason, we just lost our radar, so I'm flying blind here. There are at least three radar jammers down there, scrambling our signal. You want to get a bead on that sniper. You need to take out those jammers. Ja, das sieht besser aus. Au. Und natürlich voll in den Raketenwerfer-Menschen hier reingelaufen. Aber zumindest treffen wir jetzt mal was. So, der war doch hier oben irgendwo. Miller, kommst du mit? Jawohl, kommt mit. Ja, okay, das sieht gut aus. Ja, im Gegensatz zu unserem Kollegen treffen wir auch mal was. Also der ist nicht so sonderlich hilfreich hier. Na, dann ist ja gut. Dann gehen wir mal nach unten. Der ballert fröhlich vor sich hin. Au. Ups. Aus Versehen den Alarm ausgelöst. Ja, so geht das aber schon wesentlich besser. Also wie gesagt, vorher war halt einfach nichts zu treffen.
Aber so geht das doch ganz angenehm und gut. Lebensenergie regeneriert sich auch, wie ja mittlerweile bei den Shootern üblich. Au. Ja, ja, ich gehe ja schon. Zerbritzel, da müssten doch hier auch gleich... Ach, stimmt hier. Ein Raketenwerfer-Mensch. Terrorist-Mensch. Ich finde es auch schön, dass er jetzt diesen Stabilisator vorne am MG hat, aber ihn nicht benutzt. Ups. Stimmt, da waren ja auch noch welche. Okay, einmal Deckung und ihn wegballern. So. Aber kriegen ja... Oh, keine Munition, sehe ich gerade mal. So, und jetzt, ja, kurz warten, bis das Leben sich regeneriert hat. Und, ach, der hinten ballert auf uns. Okay. Gemütlich wegschießen. Also die Mission habe ich, wie gesagt, schon gemacht. Und so die nächste mal angefangen. Waren, glaube ich, so 2 Stunden ungefähr Aufnahme, die ich dann hinter mir hatte. Dafür geht das jetzt hier auch wesentlich schneller. Einfach habe ich hier echt ewig rumgerätselt, wo ich überhaupt hin muss. Weil ich halt diese Seitengasse nicht gesehen habe. Und dann dadurch, dass ich halt auch nichts treffen konnte, waren die ersten 2 Folgen halt echt nichts. Ja, nicht so anschaulich gewesen, obwohl ich mich doch aber ziemlich aufgeregt habe. Vielleicht wäre das noch ganz interessant gewesen. So. Ich hätte eigentlich mal überlegen können, ob die auch weiterschießen, wenn die halt ja, den Arm verloren haben. Ich glaube, auf kurz oder lang müssen wir dann hier mal noch unsere Waffe austauschen. So, jetzt haben wir hier aber erstmal die Möglichkeit, das Ding hier zu zerstören. Okay. That takes care of the first jammer. Ja. The signal is starting to come back. If you take out the other 2 jammers, we should be able to get a fix on that sniper and locate Quan Lee. Ja, muss ich mal gucken, dass ich dann eventuell muss ich halt nachher dann echt mal die MG austauschen. So, kann ich jetzt da hinten weiter oder nicht? Was auch ein bisschen ungewollt für mich ist halt, wenn du am Laufen bist oder wenn wir hier laufen, dass man sich halt kaum noch bewegen kann. Also der rennt dann einfach nur geradeaus weiter und das war's dann so mehr oder weniger. Ne, hier kommen wir nicht durch. Dann gehen wir den Weg doch mal wieder zurück. Aber ich glaube, langsam ist er auch ein wenig ausgepowert, der... Ich weiß gar nicht, wie heißt unser Protagonist nochmal? Also wie gesagt, hier... jetzt habe ich auch schon wieder den alten Namen vergessen. John Mullins, genau, der ist es ja nicht mehr, aber das ist ja, hat sich jetzt auch ein komplett neues Studio damit befasst und wir hätten da doch weiter müssen. Jetzt rede ich hier noch groß von wegen, ja, ich kenne mich hier aus und Pustekuchen. Hat sich da hinten jetzt irgendwas geöffnet? Irgendein Weg oder so? Hm, wäre mir nämlich ziemlich neu. Hier geht's nicht weiter. Oder müssen wir jetzt... Ach, ich glaube, wir müssen jetzt nochmal irgendwie zurück. Und unser Kollege hat uns da wieder... Ah ja, ich glaube, ich erinnere mich dunkel, wo es hinging. Ich glaube, wir müssen jetzt eh nochmal ein Stückchen zurück und dann die nächste Seitengasse rein. Und dort dann halt das zweite Ding ausschalten. Ich gehe mal gucken, wie es unserem Kumpel geht. Na gut, hier können wir nicht mehr hoch. Hm. Das Ding brennt da vor sich hin. Haben die vielleicht vergessen, irgendeine Sequenz auszulösen oder so? Ne, also hier kann ich auf keinen Fall drüber. Hier war doch gerade irgendwas rot, dass ich was anschießen könnte oder so? Hm. Aber ich habe doch hier auch nichts übersehen, oder? Hier noch ein Fass. Toll, fängt ja echt gut an.
Also gut, dann geht's doch. Aber da hinten war nichts mehr. Hier vielleicht noch. Also hier halt Geballer, aber das bringt uns im Moment jetzt nicht weiter. Hier haben wir auch nichts mehr, wo es weitergehen könnte. Ach, hier vielleicht drüber. Das scheint nicht zu funktionieren, weil der Typ auch einfach nicht richtig springt. Ah, jetzt. Ah, okay. So. Ah, jetzt kann ich auch mal hier Sniper. Zack, weg. Können wir das auch mal ein bisschen ausnutzen? Ups. Okay, ich glaube, jetzt bin ich hier doch auf dem richtigen Weg. Kann ich hier drüber springen? Hier kann ich aber nicht drüber springen. Hier hoch vielleicht? Duckjump geht auch nicht. Toll. Also, beim letzten Mal ging das irgendwie besser, habe ich. Also, nachdem ich mal den Weg hier hinten gefunden hatte. Ach, genau, hier ging es ja lang. Ah, doch noch eine Abzweigung übersehen. Der nächste MG-Schütze. Die schalten wir jetzt aber noch fix aus. Granaten haben wir ja auch noch. Deckung. Ach, von da hinten. Okay, das war's, glaube ich. Yep. Wir sind gestorben und ich glaube, die Checkpoints waren auch ewig weit gesetzt hier. Wenn mich da nicht alles täuscht. Ah. Na gut, ich glaube, pro Dings. Alles klar. Ja, läuft wie gesagt schon mal echt super, der Anfang. Erstmal wieder ein bisschen einspielen. So, du kannst auch gleich mal drauf gehen. Ebenso wie die Kollegen hier. Und ich gehe dann mal in Deckung. Versuchen, na komm, euch da mal auszuschalten. Granate rüber. Ach, da oben ist der, der rumballert. Alles klar. Sehe ich hier mit dem ganzen Rauch wieder nichts? Ah, ich muss schon wieder weg. Ja, den da oben muss ich dringend mal irgendwie loswerden. Ah, da ist er. Gut. Wiedersehen. Dann du noch. Komm her. Stirb. Ach, der lebt ja immer noch. Oder sind das mehrere? Na, was soll's. Vorrücken. Weiter. Kannst ja, glaube ich, auch echt auf alles ballern, was sich irgendwie bewegt. Sind, glaube ich, alles einfach nur Gegner. Aber war ja in den anderen Teilen auch schon so. So, den hätten wir zerlegt. Okay, hier ist echt nichts mehr. Nur AKs rumfliegen. Ah. Ein Maschinengewehr. Aber noch haben wir hier nichts. Dann gehen wir erstmal. Genau. Das Ding zerlegen. Dann ballern wir jetzt hier erstmal eine Runde durch die Gegend. Also so viel treffsicherer ist das Ding jetzt auch nicht, muss ich ja zugeben. Hm, es bringt irgendwie überhaupt nichts. Dann muss ich wohl... Oh, wir haben keine Munition mehr dafür. Ja, da muss ich, glaube ich, echt gleich mal die Waffen wechseln. So. Dich erstmal ausschalten, bitte. Sniper gerade nicht so. Dann baller ich hier einfach mal die letzte Munition noch raus. Und wechsel dann. So, da haben wir auch direkt Muni. Und müssen jetzt, glaube ich, hier unten weiter. Wenn mich nicht alles täuscht. Aua. Ah ja, genau.
von da kommen Gegner, also sind wir da wahrscheinlich auf dem richtigen Weg. Oh, tut mir leid. Auch hier wieder der Sackschuss vertreten. Wie auch schon in den anderen beiden Teilen. Naja gut, der Typ da oben ist sehr ungünstig platziert für uns. Da wir jetzt ja kein anständiges Zielfernrohr mehr haben. Nachgeladen ist, ja. Okay, ich glaube, den hätten wir erledigt. Fehlt noch der Kollege nebenan. Da könnten wir aber mal eine Granate... Na gut, wenn ich die besser geworfen hätte. Aber ich glaube, wir haben ihn. So. Hier geht's weiter. Nein, hier geht's nicht weiter. Hier wäre noch eine Klimaanlage oder irgendwas. Da geht's weiter. Bisschen in Bewegung bleiben und weiter draufhalten und dann geht das schon. So, direkt wieder Muni eingesammelt. Da sind sie. Und zum Glück kein Angriff von hinten, nur von vorne. Und wenn wir jetzt hier nah dran stehen, dann machen die auch ein bisschen mehr Schaden. Dann treffen auch die etwas besser. Aber ist ja auch nicht weiter verwunderlich. Und, okay, jetzt muss ich wieder weg. Wohl. Ja. Wieder fit. Moment. Autsch. Hör auf, hier rumzuballern. So, jetzt können wir einmal da hinten. Ich gehe erst nochmal Zeug aufsammeln vorher. Und dann hier oben nochmal ausschalten, falls da irgendwelche Gegner sein sollten. Nö. Ist noch alles frei. Hier kommen wir nicht rüber. Hier kommen wir auch nicht weiter. Ich glaube, von hier hätten wir einfach den Typen ein bisschen besser erwischen können. Gehen wir doch mal hier rüber. Wir werden direkt freundlich von Kugeln empfangen. So, die werden weg. Den hat es ja auch zerlegt, oder? Ja. Sehr spartanisch eingerichtet bei denen. Und tschüss. Ah, der lebt noch. Jetzt nicht mehr. Scheint also wohl auch mehr oder weniger zu reichen. Good work, Mason. Looks like you got the last of the radar jammers. Now, you should be able to get a fix on the sniper and eliminate him. And make it quick. Halt die, you need to rendezvous with Lee before he runs into any more complications. Wenn wir denen die Körperteile abschießen. Okay, dann geht es wieder zurück. Wir werden beschossen von... Ich sehe es gerade nicht. Wer ballert? Wer ballert? Da. Da wird geballert. Weiter geht's. Hinten müssen wir, glaube ich, jetzt das Zeug in die Luft jagen. Wenn mich nicht alles täuscht, ja. So, also einmal C4 angebracht und bumm. Jetzt müssen wir noch einen Sniper finden und unschädlich machen. Okay, hier hätten wir auch wieder ein MG. Dummerweise kriegen wir die da hinten nicht. Und uns hat's zerlegt. Jupp, Last Checkpoint. Wahrscheinlich wieder bei dem Ding. Mich nicht alles täuscht. Good work, Mason. Ja. Looks like you got the last of the radar jammers. Now, you should be able to get a fix on the sniper and eliminate him. And make it quick. You need to rendezvous with Lee before he runs into any more complications. Ja. So, den Kollegen hier will ich aber noch ausschalten. Weil der mit seinem Raketenwerfer doch gehörig auf die Nerven geht. So. Weg mit euch. Durchgeladen ist. Wir haben auch volle Munition, wie ich gerade sehe. Ja, wenn man weiß, wo es rüber geht und die Gegner halt, die fallen ja auch einigermaßen schnell, dann ist es doch nicht so schlimm mit den ja, hier mit den Checkpoints, wie ich anfangs halt angenommen hatte. Aber das lag halt auch daran, dass ich
keine Gegner getroffen habe. So, versuchen wir es nochmal. Einmal KWMs, jawohl. Erstmal den wegschießen. Euch direkt schon mal hier ausschalten. Weil da komme ich ja mit dem MG nachher nicht hin. So, für den Rest können wir ja hier unser MGchen nehmen. Weil das Ding trifft halt irgendwie auch nicht, habe ich so den Eindruck. Weg. Und dass du dich halt nicht bewegen kannst, wenn du rennst, ist halt auch ätzend. So, die werden erledigt. Oder auch nicht. Ich dachte eigentlich, das würde etwas besser laufen. Na gut, die Muni kriegen wir ja wieder, von daher. So. Speichern kann man halt nicht. Weiß jetzt auch gar nicht mehr, wie das bei den vorherigen Teilen war. Das war aber auch mit Checkpoints, wenn mich nicht alles täuscht. Da hinten müssen wir hin. Und dann den Sniper ausschalten. Alter, jetzt lauft man nicht so viel rum. Stirbt mehr. Hier ist doch schon wieder irgendwo so ein hinterhältiger Raketenwerfer. Der wirft einfach so mit Raketen um sich. Gut, wieder ein paar dezimieren. Ist ja echt wie Moorhuhnjagd hier. Ach stimmt, die haben jetzt, glaube ich, irgendwie noch so einen letzten Gnadenschuss oder irgendwas abgegeben. So, hier ist aber, glaube ich, sonst nichts. Und, ich glaube nicht, dass da irgendwelche Secrets oder so in den Ecken versteckt sind. Mason, the sniper is just up ahead in the building on your left at the crossroad. Looks like you won't be able to move forward without paying him a visit. Stay close to the walls and sneak up on him. Okay, dann müssen wir uns jetzt um den Sniper kümmern. Das machen wir allerdings erst in der nächsten Folge. Bis dann. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid das nächste Mal auch wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao, ciao.